Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier heute Abend live aus dem ZDF-Hauptstadtstudio zu diesem Thema und unseren Gästen. Eine Sportart zerstört sich vor unser aller Augen selbst, der Radsport. Innerhalb weniger Wochen wird aus dem Radzirkus von Giro und Tour de France endgültig ein Jammertal gedopter Radfahrer, dopender Ärzte, betroffener Fans und offenbar völlig überraschter Funktionäre. Und mittendrin das ehemalige Team Telekom, das in seinen Reihen einst die Elite der deutschen Radprofis versammelte. Atemlos fragen wir uns, wer versinkt als nächstes im Dopingsumpf? Werden jetzt Konsequenzen gezogen? Wenn ja, welche? Darüber wollen wir gern diskutieren heute Abend mit diesen Gästen. Rolf Aldag hat heute Doping gestanden, bleibt aber Sportchef des T-Mobile-Teams. Frank Busemann, der Olympia-Zweite im Zehnkampf, fordert, alle, die gedopt haben, müssen jetzt reinen Tisch machen. Michael Vesper, Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes, will finanzielle Sanktionen für Dopingsünder. Der Dopingfahnder Wilhelm Schenzer ist skeptisch. Auch wenn jetzt einige beichten, im Leistungssport wird munter weitergeschluckt. Die Kriminologin Britta Bannenberg, die Jan Ullrich angezeigt hatte, kritisiert, die Sportverbände haben das Dopingsystem gedeckt. Und ZDF-Sportchef Dieter Gruschwitz muss sich jetzt überlegen, ob Veranstaltungen wie die Tour de France weiter live und prominent übertragen werden sollten. Christian Henn und Udo Bölz waren die ersten drei aus dem Team Telekom. Heute haben Rolf Aldag und Erik Zabel gestanden. Die bewegendsten Momente heute Morgen waren bestimmt die folgenden. Seit dieser Zeit, eigentlich seit 1996, 11 Jahre jetzt, habe ich natürlich auch in jedem einzelnen Interview immer wieder verneint, negiert, abgestritten. Hab gelogen und es tut mir leid. Mein Sohn fährt selber Rad und es ist einfach so, dass wenn ich ihn sehe und wenn ich sehe, wie seine Sportsfreunde bei uns zu Hause sind, welche Leidenschaft die an dem Sport haben, dann ist es einfach so, dass ich nicht möchte, dass die Jungs in einer ähnlichen Situation den Sport betreiben. Und auch wenn nur einer von denen es schafft, in den Hochleistungsbereich später hochzukommen, dass er eine ähnliche Situation vorfindet wie wir. Rolf Aldag, Ihr Teamkollege Erik Zabel hat heute in der Pressekonferenz gesagt, er habe sein altes Leben an der Garderobe abgegeben an diesem heutigen Tag. Haben Sie sich schon mal überlegt, mit welchem Gefühl Sie morgen aufwachen werden, auch mit dem eher der Erleichterung oder der Angst bei dem Blick in die Zukunft? Der Blick in die Zukunft macht mir nicht wirklich Angst. Und dieser Tag, der hat natürlich eine Entwicklung, die vorausgegangen ist. Das heißt, auch mit Erik gab es viele, viele Gespräche vorher, einfach das Bewusstsein zu sagen, wir haben jetzt jahrelang das Falsche gemacht und wir konnten nie darüber sprechen, wir haben in einem geschlossenen System gelebt und jetzt ist vielleicht der Moment und dieses Bewusstsein hat eine Zeit gebraucht und der Entschluss, als der gefasst war, von da an war es nicht einfach, das hat man jetzt gerade heute auch gesehen bei Erik, wie emotional die ganze Sache ist, aber der Entschluss stand und das war, glaube ich, das Wichtige und deshalb glaube ich, wir werden viel besser schlafen heute, als wir zuvor geschlafen haben. Ein bewegender Moment war auch, als er sagte, dass er auch seine Familie belogen hat, seine Frau belogen hat. Haben Sie Ihrer Familie auch erst mit dem heutigen Tag und mit dieser Pressekonferenz Bescheid gesagt? Großen Teilen natürlich und für viele, für Familie, für Freunde bricht eine Welt zusammen. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist es doch wieder schön zu sehen, dass man menschlich aufgefangen wird. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ganz klar. Professor Franke, derjenige, der bis vor kurzem eben als der große Anti-Doping-Fahnder galt in diesem Land und gilt natürlich nach wie vor, sagt, dass heute exakt das gestanden wurde, was gesagt werden musste. Es sind eigentlich keine weiteren Erkenntnisse aus dieser Pressekonferenz erwachsen, sondern da haben sich zwei geäußert, die einerseits wussten, dass diese Informationen sie jetzt nur schwer, weil Verjährung noch weiter juristisch betreffen können. Es sind auch keine anderen wirklich sachdienlichen Hinweise gemacht worden. Was sagen Sie?
Gut, wir können natürlich nur sagen, was wir gemacht haben. Wir können nicht sagen, was wir nicht gemacht haben. Und das war so für Erik und für mich. Wir haben auch unterschiedliche Geschichten. Das ist ganz klar. Also bei ihm war es ein ganz anderer Zeitraum, ein kürzerer Zeitraum als bei mir. Und ich glaube, wir haben gesagt, was uns betrifft, wir können nicht spekulieren. Aber wir haben auch darauf hingewiesen, auf die Probleme, die immer noch existent sind. Und da muss man natürlich zuhören. Und da brauchen wir Hilfe, um da weiterzukommen. Und können eben nicht sagen, so, damit ist abgeschlossen. Da gehen wir völlig konform mit Professor Frank und mit allen anderen. Wir haben ja auch noch andere exzellente Experten auch hier in der Grunde, die halt sagen, wir müssen weiterkommen. Werden wir auf jeden Fall heute noch besprechen. Frank Busemann, Sie sind vom Deutschen Sportbund eine Art Anti-Doping-Vertrauensmann dazu berufen worden, haben heute diese Pressekonferenz logischerweise auch verfolgt in jeder Minute. Welches waren Ihre Gefühle? Waren Sie auch erschrocken und überrascht? Oder am Ende haben Sie sich auch gesagt, so richtig viel haben wir Weiterführendes haben wir nicht erfahren? Gut, grundsätzlich muss man erstmal sagen, ich habe vorm Fernseher gesessen und war sehr aufgeregt, weil wir vor 3 Monaten eine Pressekonferenz gesehen haben aus ähnlichen Reihen, die eben nicht so gelaufen ist, wie wir das alle erhofft und vermutet haben. Deswegen hatte ich gestern noch gesagt, dass auf dieser Pressekonferenz nichts Neues zum Vorschein kommt. Als ihr dann angefangen habt, muss ich wirklich sagen, ich war positiv überrascht, wie es gelaufen ist, dass Stellung bezogen wurde, aber im Endeffekt nicht mit der letzten Konsequenz, muss ich einfach so sagen. Kritischerweise muss ich anmerken, es ist versucht worden, reinen Tisch zu machen, trotz alledem, zu welchen Konsequenzen. Erik hatte das auch angesprochen, er will die Konsequenzen tragen, aber wie sind die Konsequenzen? Er wird nicht mehr finanziell zur Rechenschaft gezogen, die Tour de France Erfolge, das grüne Trikot in dem Sinne, glaub nicht, dass das aberkannt wird. Ich weiß auch nicht, wie es rechtlich überhaupt handhabbar ist, ob so viele Jahre danach irgendwas noch passiert. Ich glaube, wenn er jetzt vor diese Wahl gestellt würde, dann zahlst du alle deine Prämien, deine Honorare und ich weiß nicht was zurück. Ich glaube, der hat sich die Aussage überlegt, ich stehe für die Konsequenzen ein. Auch darüber werden wir noch reden. Britta Wannenberg, Sie haben mit Ihrer Anzeige gegen Jan Ullrich dafür gesorgt, dass wir überhaupt diesen Prozess in dieser Rasanz, glaube ich, erleben und zur Kenntnis bekommen haben, in der es geschehen ist in der letzten Zeit. Diese Pressekonferenz heute hat offensichtlich Funktionäre, Sponsoren, Politiker unendlich überrascht und erschüttert. Wie glaubwürdig ist diese Erschütterung? Das ist eine spannende Frage. Also ich würde auch sagen, wie Herr Busemann, es ist eindeutig Ihnen positiv anzurechnen, dass Sie anfangen mit dem Auspacken. Und das ist etwas Neues und das ist wichtig. Aber ich glaube, es ist eben erst der Anfang. Man darf auch jetzt nicht nur auf die Sportler schauen. Selbstverständlich sind sie der wesentliche Kern dieser Doping-Systeme. Aber ohne das unterstützende, fast kriminelle Umfeld, das jahrelang für den Nachschub an entsprechenden Medikamenten oder auch wieder das neue Ausprobieren von Methoden und Vertuschen und Verheimlichen sorgt, läuft so etwas natürlich nicht. Und es ist eine lange Sozialisation des Dopings, auch nicht nur im Radsport. Heute haben wir natürlich den Radsport im Visier gehabt. Und ich denke, genau das wird dann wichtig sein. Sie haben ja die Strafanzeige angesprochen. Da zeigt sich natürlich etwas jetzt als Reflex, das mir grundsätzlich wichtig ist. Ich denke, dass man mit dem Strafrecht Dinge aufdecken kann, die der Sport als sogenannte Selbstreinigungskräfte nie von sich aus entwickelt hätte und bis jetzt nicht geschafft und auch hat. Bis jetzt noch nicht oder von sich aus in anderen Sportarten auch nicht entwickeln wird. Michael Vesper ist der Generaldirektor des Deutschen Olympischen Sportbundes. Und meine erste Frage an Sie wäre, was eigentlich ärgerlicher ist, dass uns die Sportler so lange belogen haben oder dass jetzt alle, einschließlich der Funktionäre, so tun, als wäre das unglaublich neu und überraschend? Ich finde beides ärgerlich. Also, dass so lange gelogen worden ist, ist unerträglich. Und es ist auch etwas seltsam, dass jetzt all das, was wir erfahren, 5 oder 10 Jahre zurückliegt. Mhm. Mich würde interessieren, was läuft heute? Deswegen, Herr Aldag, das hätte ich auch von Ihnen heute stärker erwartet, dass Sie das System erklären, dass Sie erklären, wie funktioniert das, wie läuft das? Wenn da also zwei Ärzte aus... Und es ist natürlich schwer zu glauben, dass das nun alles vorbei sein soll. Also ich nehme dem Team T-Mobile-Team und auch dem Team Gerold Steiner ab, dass sie einen neuen Anfang machen wollen und dass
Da sind auch gute Sachen angefangen worden, wie Blutprofile anlegen, wie DNA-Tests freiwillige, um bessere Kontrollen zu gewährleisten. Aber wir wollen das System verstehen und wir wollen gegen dieses System dann auch gemeinsam vorgehen. Mhm. Absolut. Also wenn ich ganz kurz danach fragen wir. Wir fragen für Unterstützung, die wir einfach brauchen, weil wir können uns nicht selber reinigen. Es gibt halt diese kleinen, engen Kreise und wir sind natürlich, kommen immer an die Grenze zu sagen und darauf reagieren Sie ja auch zu sagen, die Sportsgerichtbarkeit, wie weit kommen wir? Wir haben 9000 Seiten Papier in Spanien. Die Reaktion 0,0. Ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden, vielleicht nicht der glücklichste, um da reagieren zu können, um was vorantreiben zu können, um zu sagen können, das sind die Ergebnisse, lass uns zusammen was bewegen. Was passiert? Der Sport kann es nicht. Das T-Mobile-Team kann unmöglich nach Spanien fahren und sagen, wir wollen die Akten sehen, ist einer von uns dabei. Wir brauchen Politik, wir brauchen Verbände und wir brauchen natürlich noch viel mehr im Umfeld. Da würde ich gerne noch einen Satz zu sagen, weil Sie das auch angesprochen haben. Der Sport hat nie behauptet, dass er die Seuche Doping alleine ausrotten könnte. Wir haben immer gesagt, wir brauchen die koordinierte Arbeitsteilung mit dem Staat. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Gesetzesvorhaben, das jetzt im Bundestag ist, das leider in dieser Woche nicht angesprochen wurde, sondern vertagt worden ist, dass das jetzt möglichst schnell beschlossen wird. Das Antidoping-Gesetz, richtig, nur gerade auch ein bisschen ungünstig, weil wir tatsächlich die direkten Ansprechpartner dafür, nämlich die Politik, nicht hier haben, aber diese Diskussion mit Ihnen quasi mit der Funktionärsebene natürlich auf jeden Fall führen würden. Herr Professor Schenzer, erste Frage an Sie. Sie leiten ein IOC sozusagen abgestimmt oder für gut befundenes Institut, nehmen pro Jahr, glaube ich, alles in allem 50.000 Dopinguntersuchungen vor mit Ihrem Institut und sagen uns auch nochmal Ihren Eindruck von diesem Tag heute. Also ist das ein paar Daten muss ich vielleicht nochmal ganz kurz korrigieren. Ja. Also erstmal, IOC hat bis 2004 die Laboratorien akkreditiert, die hat dann ab 2004 die Verantwortlichkeit für den Anti-Doping-Kampf an die Welt-Anti-Doping-Agentur abgegeben. Okay. Das heißt also, die Welt-Anti-Doping-Agentur ist ja zuständig. Wir machen im Augenblick 11.000 bis 12.000 Kontrollen im Jahr für den Humanbereich. Mhm. Das schließt dann ein, wenn wir die einzelnen Substanzen untersuchen, kommen wir sicherlich auf 50.000 Untersuchungen. Okay, dann hätten wir auch das Eindruck richtig heute, gestellt. Mein Eindruck heute war natürlich, im Mittelpunkt steht hier EPO. Das ist sicherlich bekannt. Und ich habe bei der ganzen Zeit gedacht, die ganzen Vorhersagen von Herrn Franke, die scheinen ja wohl immer mehr zuzutreffen, auch im Umfang. Ich denke, was mich aber besonders interessiert hat, auch, welche Substanzen sind noch letzten Endes ins Spiel gekommen. Also, dass man EPO verwendet hat, das ist ganz klar. Es war nicht nachweisbar. Macht ja Sinn, dass das gemacht wird. Wir haben weitere Daten von den anderen Tour 98, wo ja von 70 Nachkontrollen von den Tour de France ja sage und schreibe 40 positiv waren. In einer Nachfolgeuntersuchung sind ja fast über 50% dann der Proben gewesen. Also das war für mich ganz klar. Herr Dietz hat, glaube ich, am Montag gesagt, dass sie auch mit Cortisol gefahren sind. Ja? Finde ich sehr hilfreich für uns, weil in den Expertenkommissionen Cortisole stehen zwar auf der Liste, aber es gibt immer wieder Ideen, dass einige Sportmediziner sagen, ja, das bringt nichts, das ist nicht leistungsfördernd. In der Hinsicht ist das sehr hilfreich für unseren Antidopingkampf. Das würde mich auch mal interessieren. Sie wissen ja auch, sind Sie auch mit Cortisol gefahren? Haben Sie die Erfahrung gemacht? Und wie sieht das heute aus? Wie versucht man das Reglement zu umgehen? Weil mittlerweile gibt es ja eine therapeutische Ausnahmeregelung für Cortisol. Genau, sehen Sie das nicht auch als Problem an? Natürlich, und da stellen wir in Frage, ganz klar, einfach zu sagen, sollen nicht einfach nur gesunde Menschen Sport treiben? Wo zieht man die Grenze? Zu sagen, wenn jemand Cortison braucht, ist es nicht besser, eine Pause zu machen? Mhm. Und so Sachen, die Ihnen auffallen, da bitten wir im Grunde um die Zusammenarbeit, zu sagen, lassen Sie uns zusammenkommen. Aber das nur war wir heute auf, nicht, auf der Pressekonferenz ja wirklich extrem interessant, dass eigentlich wirklich nur über EPO gesprochen wurde, nicht über Amphetamine, nicht über Testosteron, nicht über all die anderen Bestandteile, die eben auch als leistungsförderlich gelten. Können Sie was dazu persönlich sagen? Ja, haben Sie diese Substanzen genommen? Gehörten die mit zum Programm? Nein, weil die spielen in dem Radsport keine Rolle. Mhm. Zumindest haben sie für mich keine Rolle gespielt, dass man einfach sagt, EPO war Mitte der 90er Jahre die Wunderdroge und da ist jeder auf den Zug aufgesprungen. Jeder nach meiner Auffassung, ohne jetzt persönlich zu werden und zu sagen, der hat. Ja. Aber ganz klar ist einfach, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Mediziner und ich kann natürlich auch einfach nur auf seine Hinweise reagieren. Und wenn wir nicht zusammenkommen, wenn wir natürlich nicht gemeinsam in die Zukunft denken, dann wird es halt nichts. Dann läuft es halt natürlich irgendwo wieder ins Leere und dann kritisieren wir uns alle gegenseitig, was wir besser müssen. Wir müssen zusammenkommen. Warum erst heute? Warum nicht voriges Jahr, vor zwei Jahren, vor drei Jahren? Wir haben es vorhin angesprochen, dieses geschlossene System, diese wirklich sehr intime Sache. Sie stellen sich das vor,
ich denke nicht, dass irgendjemand, der, keine Ahnung, fremdgeht mit seiner Sekretärin, das im Büro unbedingt weitererzählt, der darüber fragt, wie findest du das? Und Doping ist so intim und es ist falsch, jedem ist bewusst, es ist falsch und es ist erniedrigend für einen selber. In der Annahme... Wenn es so intim ist, warum gehen Sie eigentlich dann davon aus, dass die jungen Radfahrer heute wirklich sauber sind? Wenn ein Sinkewitz mit Faschini kooperiert... Auch da haben Sie recht. Und ich gehe eben nicht davon aus, und das ist ausdrücklich, ich gehe nicht davon aus, dass der Radsport von 2002 bis 2006 sauber ist. Und ich gehe ganz sicher nicht davon aus, dass der Radsport 2007 sauber ist. Ich gehe nicht davon aus. Die Idee ist einfach die, um diese kleinen, engen Strukturen aufzubrechen, die wird es weiter geben. Das ist ganz klar. Es gibt persönliche Kontakte zwischen Masseuren und Rennfahrern. Die einen verstehen sich gut, die anderen besser. Und auch Ärzten. Aber das nachweisen zu können, einfach zu sagen, jeder Typ fällt auf. Das muss doch einfach, um einfach die Schwelle so hochzusetzen, zu sagen, wir haben eine Nader, dann lass uns die doch fördern. Das Unternehmen Deutsche Telekom ist von drei Unternehmen eins, die halt einen hohen Betrag in die Nader einbezahlt. Aber das System der einzelnen Nachweise, also der Probe beim Athleten, das kann ja nur ein Baustein sein. Wir wissen doch aus den Funden etwa in Turin, dass man eben die Kofferräume voll mit anderen Medikamenten und Utensilien findet. Sie haben ja vorhin auch oder heute Morgen wie selbstverständlich von Zentrifugen gesprochen. Also so etwas sind ja auch Dinge, die wichtig sind. Es kann nicht nur darum gehen, dass wir Proben verbessern, was notwendig ist, sondern auch auf das gesamte Umfeld abstellen, dass eben die gesamte Logistik dann sicherstellt, um allerlei Methoden auch zur Verdeckung mit durchzuführen. Und das setzt ja mehr voraus. Also es wäre schon interessant, wie man versucht, so etwas sicherzustellen, zu kontrollieren. Und also nur auf Proben zu setzen, scheint mir da der Ein Punkt heute Morgen bei der Pressekonferenz war ja, Sie haben beide gesagt, Sie haben das auch deswegen gemacht oder vielleicht sogar nur deswegen, weil Sie keine Angst haben mussten, erwischt zu werden. EPO konnte damals noch nicht nachgewiesen werden. Heute geht das. Und deswegen sind die Proben schon wichtig, Frau Wannenberg. Ja, es ist schon wichtig, jeder Sportler muss Angst haben, dass er unerwartet kontrolliert wird, dass er dann erwischt wird, dass es eine positive Probe gibt. Und aber genau das war ja offensichtlich nicht der Fall. Also bis zu einem bestimmten Punkt sind ja alle Akteure davon ausgegangen, dass sie nicht entdeckt werden würden und haben sich damit in einer scheinbaren Sicherheit gewogen. Ja, also das scheint ja mit dazu zu gehören. Wir merken gerade, dass es eine Menge Fragen an Sie gibt. Ja, Herr Alltag, ich würde trotzdem wahnsinnig gern auch noch den sechsten, last but not least, den sechsten in der Runde vorstellen. Es ist der ZDF-Chef des Sportes. Herr Groschwitz, klar ist auch sofort, dass die Forderung auf dem Tisch liegt. Wir haben das gestern alle verfolgt. Die Politik fragt, warum ARD und ZDF einfach in dieser Situation weiter nicht nur Giro, sondern auch die Tour de France überträgt. Ist es eine kluge Entscheidung zu sagen, wir machen damit weiter? Oder wäre es genauso gut möglich zu tun, was Herr Dankert fordert, nämlich erst mal ein Jahr zu pausieren und darauf zu warten, dass sich diese Sportart wirklich selber reinigt? Ein sehr schwieriges Thema, das wir uns auch nicht leicht machen. Wir, das darf ich in dem Falle sagen, die Kollegen von ARD und ZDF. Ich hole ein bisschen aus. Wir haben nach der letztjährigen Tour de France zusammengesessen, ARD und ZDF, mit dem Bund Deutscher Radfahrer, Herrn Scharping, mit den Rennstellen Milram, Gerolsteiner und T-Mobile. Und wir haben damals sehr klar gesagt, wenn sich nichts ändert, steigen wir aus der Tour. Das haben wir auch den Tourverantwortlichen in Paris gesagt. Wir haben das Gefühl, es hat sich einiges getan. Der Selbstreinigungsprozess ist in Kraft getreten. Er ist längst nicht abgeschlossen, längst nicht ausreichend. Aber es ist ein Bemühen da, der Rennstelle, ein Bemühen der Tourverantwortlichen, dass die ganze Sache aufgearbeitet wird und bereinigt wird. Insofern wäre es in einer Situation, die wir heute haben, wo im Prinzip das eingetreten ist, was wir erwartet haben oder erhofft haben, nämlich, dass es zu diesem Knall kommt, so bitter er auch für uns alle ist, dass wir in diesem Augenblick sagen, so, jetzt steigen wir aus. Das wäre nicht korrekt, das wäre auch inkonsequent. Es ist mehrfach gesagt worden, die Medien, in dem Fall ARD und ZDF, haben Macht. Das ist richtig. Wir haben Macht mit unseren Übertragungen und wir haben Macht in dem Augenblick, wo wir sagen, wo wir damit drohen, wir steigen aus. In dem Augenblick, wo wir aussteigen, geben wir die Macht weg. Dann haben wir nichts mehr. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, man kann über den Sendeumfang sicherlich diskutieren, ich glaube, dass es in diesem Augenblick richtig ist, dass wir weiter dabei sind, begleiten, kritisch begleiten, die Tour, all das aufzeigen, was nicht passieren darf, aber sich ganz enthalten und das Feld anderen überlassen, die möglicherweise unkritischer mit einer Tour de France umgehen würden, ich glaube, das wäre der falsche Augenblick. Und nochmal mit einem kleinen Fingerzeig
auf das eigene Tun. Hat sich auch an der Art und Weise, wie ARD und ZDF Bericht erstatten, etwas verändert? Und muss sich da noch was verändern? Sicherlich muss sich etwas ändern. Wir sind, glaube ich, alle selbstkritisch genug, um zu wissen, dass in der Vergangenheit möglicherweise die Distanz gefehlt hat zu dem Sport-Radsport. Die Distanz, die dazu geführt hätte, dass man kritischer hinterfragt hätte in bestimmten Situationen. Mhm. Es ist richtig, das Thema Doping wurde nicht offensiv angegangen in der Vergangenheit. Es wurde mehr reagiert. Es wurde kein investigativer Journalismus betrieben in Sachen Doping. Doping bekam nicht die Programmflächen, die es vielleicht verdient hätte. Aber ich sage auch ganz ehrlich und durchaus selbstkritisch, haben sich nicht alle gesonnt im Glanze der Erfolge von Telekom? Die Politiker? Der Bundeskanzler empfängt das Team Telekom damals. Es gab Minister, die sind sozusagen die Berge mit rauf und runter gefahren. Ja, die große deutsche Gesellschaft hat darum gebettelt, dass Jan Ullrich überall auftaucht, bei allen möglichen Anlässen. Also da alleine zu sagen, nur die Sportjournalisten oder die Öffentlich-Rechtlichen sind möglicherweise verkehrt mit diesem Thema umgegangen, das ist nicht korrekt. Und jetzt sind die sicherlich auch durch die Medien dazu gewordenen Stars natürlich in einer echten, auch sicherlich seelischen Not. Herr Aldag, Sie haben zwischen 1995 und 2002, das sind Ihre Angaben, gedopt. Das sind 7 Jahre alles in allem. Nee, da muss ich gerade korrigieren, ist auch oft falsch wiedergegeben worden. Ich habe von 95 bis 98. Ja, und dann haben Sie 3 Jahre pausiert und ja, nur im Jahre 2002 nochmal diesen Versuch gestartet, wie Sie heute erzählt haben. Okay. Trotzdem haben Sie bisher immer wieder heftig bestritten, je ein Spray oder eine Spritze in die Hand genommen zu haben. Kann es sein, dass wir all dieses, was wir heute von Ihnen erfahren haben, nicht erfahren hätten, wenn es das Buch von Jeff Dont, von dem Trainer und Masseur, nicht gegeben hätte? Wissen Sie, das Buch von Jeff Dont war nicht der Auslöser. Ich glaube, eine sehr gut recherchierte Geschichte im großen deutschen Magazin, im Spiegel, hat eine Realität für uns geschaffen, um einfach zu sagen, das funktioniert nicht. Dieses Weglaufen vor der eigenen Vergangenheit funktioniert nicht. Und es ist sicherlich auf Druck zusammengelaufen, zu sagen, für mich konkret die Situation, der Spiegel kam raus, die Geschichte war klar. Es gab eine Interviewsituation, wo ich mich ins Fernsehen stelle und sage, ich weiß nichts von Doping, ich kann das Wort, ein Wort nicht buchstabieren, im Grunde genommen, und ich habe Doping sowieso noch nie genommen. Mit einem klaren Bewusstsein, ich lüge die Öffentlichkeit an. Millionen von Leuten sage ich halt bewusst die Unwahrheit. In einer Situation, wo du sagst, das ist nicht zu akzeptieren. Es ist falsch und ich entschuldige mich dafür, weil es aber nicht ungeschehen macht. Und dann am nächsten Tag gewinnen wir ein Rennen wie Hennigerturm, was mit 2 Protomannschaften oder 3 besetzt war, nicht super klassiert, aber was genau eigentlich dem Weg in die Zukunft entspricht, was wir machen wollen, nämlich mit jungen Rennfahrern arbeiten, zu sagen, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Und dann macht es irgendwann halt Klick im Kopf und man sagt, es wird immer wieder zurückkommen. Es macht keinen Sinn. Und ich habe mit einem Erik Zabel zusammen am Zigarettenautomat gestanden und habe mit ihm lange, lange gesprochen. Und war dann in Südafrika, habe mit meiner Familie gesprochen, mit meiner Frau gesprochen. Und die Entscheidung ist gereift. Und ich habe mich auch dann dem Teamchef anvertraut und habe eben auch meine Position zur Disposition gestellt, so gesagt, ich glaube, ich kann dem Radsport helfen, aber es ist nicht meine Entscheidung. Ich stehe zur Verfügung, aber ich muss es nicht tun. Wenn ihr sagt, mit Aldag lieber nicht, der ist nicht glaubwürdig, auch dann. Und das war so ein Prozess, der war nicht Jeff der Hund der Auslöser, der war nicht das, sondern es war ein Prozess, einfach, dass man, Sie sich quasi von sich selbst distanziert haben. Dass man eingeholt wird, dass diese 2 Welten irgendwann nicht mehr funktionieren, macht so, jetzt ist vorbei, weil man kann halt nichts ändern. Und das fällt einem immer wieder auf. Egal, wo man hingeht und will über die Zukunft sprechen, gucken die an alle groß an und sagen, du, mein Freund, warst 96 und 97 in der Tourmannschaft. Und dann muss man halt irgendwann sagen, jawohl, und ich habe gedopt. Und dann ist trotzdem nochmal die Frage, in welcher Form man Menschen gegenübertritt und sie bis zu dem heutigen Tag auch davon überzeugen wollte, dass das alles nicht stimmt. Das haben nicht nur Sie getan, sondern das haben auch Ärzte und andere Sportler getan. Und das gucken wir uns ganz kurz nochmal an. Glauben Sie, gedopt zu werden von Ihren Pflegern, von Ihrem Arzt? Ach, natürlich nicht. Also absolutes Unding. Bei uns wird nicht gedopt. Ich gehe davon aus, dass bei uns nicht gedopt wird, weil ich die Fahrer gut kenne und weil wir eigentlich schon seit Jahren zusammenarbeiten. Ich will hier auch ganz klar sagen, wir distanzieren uns von solchen Sachen. Von Doping muss man sich ganz klar distanzieren.
Sie haben selber nochmal Bezug genommen, auch auf dieses Gespräch mit dem Heute-Journal damals. Udo Bölz ist als technischer Direktor jetzt zurückgetreten vom Team Gerold Steiner. Warum Sie eigentlich nicht? Warum ziehen Sie nicht die Konsequenz und sagen, ich kann das jetzt eigentlich nicht mehr vertreten? Was kann ich nicht mehr vertreten? Die Vergangenheit oder die Zukunft? Wenn ich die Zukunft nicht vertreten sich könnte, würde ich sicherlich sofort von mir aus aufhören. Ich habe die zur Diskussion gestellt, die Position, werde es auch weiter tun. Ich lasse mich jederzeit hinterfragen. Mhm. Und zwar nicht nur intern zu sagen, wenn mein Teamchef mich toll findet, machen wir weiter. Sondern ich lasse mich natürlich auch gerne befragen von externen Gremien, die halt sagen, was ist der Weg? Und ich versuche halt diesen neuen Weg aufzuzeigen. Und das Problem ist doch einfach, ich verstehe den Vorwurf und ich kann es absolut nachvollziehen. Da sitzt jetzt ein Lügner und will uns über die Zukunft erklären. Das Problem ist einfach, wenn morgen der Herr Busemann das Team leitet, haben wir in 3 Monaten einen positiven Dopingfall, weil er überhaupt keine Ahnung hat, was passieren könnte. Und mit dem Wissen und der Einstellung zu sagen, wir müssen einen anderen Weg gehen, stelle ich mich zur Verfügung. Natürlich nicht ich alleine. Und da sage ich auch einfach nochmal wieder, wir brauchen Leute, die auch uns überblicken, die halt sagen, Alter, Quatsch, du machst es jetzt wieder suspekt. Wir glauben dir nicht. Und da brauchen wir halt... Sie haben eben auch in einem Interview im Jahre 1907, also noch dieses Jahres, gesagt, mit welcher Wut und Enttäuschung Sie auch diese Enthüllungen rund um den Arzt Fuentes zur Kenntnis genommen haben und haben auch gesagt, dass es für das, was Jan Ullrich da gemacht hat, überhaupt keine Entschuldigung gäbe. Sagen Sie das heute immer noch? Glauben Sie, dass Jan Ullrich schuldig ist? Erstmal glaube ich nicht, dass ich das jemals gesagt habe, was Jan Ullrich gemacht hat, ist nicht zu verzeihen, weil ich meine, es steht auch halt über Jan im Raum. Ullrich, mit dem Sie so viele Jahre zusammen gefahren sind, Alldag, ja, dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Okay. Generalanzeiger, ja, 23.05. Ja. Wenn es so zitiert ist, ich glaube nicht, dass ich Jan Ullrich jemals beschuldigt habe. Mhm. Der Verdacht liegt sehr nah, da liegen 4,5 Liter Blut und das ist nun mal nicht der Wahrheit entsprechend, weil er gesagt hat, er kennt vorhin das nicht. Aber das ist jetzt eine Feinheit und der Fall Fuentes zeigt natürlich einfach diese Riesenproblematik, dass eben nicht sehr viele Leute daraus gelernt haben. Mhm. Dass wir einfach sagen müssen, offensichtlich gibt es diese Selbstreinigung nicht. Und das ist einfach die Enttäuschung. Wir hatten natürlich nicht nur einen GAU, sondern wir hatten ganz viele. Ja. Und es ändert sich einfach nichts. Und das ist immer noch die Enttäuschung. Und die Qualität des Falls Fuentes, wo offensichtlich Hunderte von Tausenden von Euro im Spiel sind, das ist, glaube ich, extrem Spiel mit der Gesundheit und extrem Geschäft neben dem Sport. Sie sagen in einem anderen Interview, dass Sie am allermeisten Angst davor hätten, wenn es eben wirklich ein Netzwerk gäbe im Radsport. Wieder die Frage mit dem Blick von heute. Haben wir nicht ein System, eine Struktur im Radsport, die perfekt funktioniert? Ja, perfekt nicht. Aber sie funktioniert und sie hat sehr, sehr lange funktioniert. Mhm. Und darum glaube ich einfach auch, wenn wir heute nicht den Weg gegangen wären, hätte sie noch länger funktioniert und würde sie weiter funktionieren. Denn keiner sagt, es hat mit 98 aufgehört. Mhm. Keiner sagt, es hat mit 2006 aufgehört. Und es geht weiter und da haben wir einfach die Probleme zu sagen, wir müssen weiterkommen. Wir können Radsport abschließen oder wir sagen, wir wollen Sachen verändern. Und das muss einfach der Weg sein, weil ich finde Radsport immer noch einen schönen Sport. Herr Schenze. Wir haben von einem jungen Radsportfan, der also selber Rad fährt, eine Videobotschaft bekommen mit einer auf den ersten Blick recht einfachen Frage, aber vielleicht ist sie tatsächlich sehr smart, sehr klug. Hören wir mal rein. Ich bin selber Hobbyradsportler und habe meine körperlichen Grenzen oft schon erlebt. Meine Frage an die Experten in der Runde ist es überhaupt möglich, eine Tour de France mit über 3000 Kilometern quer durch die Alpen und die Pyrenäen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 40 km/h überhaupt zu bewältigen, ohne nachzuhelfen, also ohne zu dopen? Ist diese Frage nicht so schlagend, dass wir alle lachen müssen oder sagen müssen, ja klar, es ist eigentlich nach Maßgabe unserer Begreifungskraft ohne zusätzliche Hilfe nicht möglich? Ja gut, ich denke mal, dass man mit Dopingmittel diese Tour schneller fährt als ohne Dopingmittel, ja? Ob das jetzt bei 40 km/h oder 39, das hängt natürlich von den ganzen Bedingungen ab, von der Streckenführung und so weiter. Ich denke, grundsätzlich kann man die Tour de France fahren, auch ohne Dopingmittel. Nur man wird sie etwas langsamer fahren als mit den entsprechenden Leistungsfördern. Ich denke, wenn man
Das ist ganz eindeutig so. Das haben auch die Daten letzten Endes gezeigt. Und ich meine, die Bergetappen sind sicherlich die anstrengendsten Bereiche. Da gehen die einzelnen Fahrer an ihre Reserven. Letzten Endes, während in den Flachetappen zum Teil ja auch Ausreichversuche möglich sind, wo einzelne Fahrer sich letzten Endes abverlangen. Aber das Feld hat sicherlich auch die Möglichkeit, dort etwas zu regenerieren. Ich denke, grundsätzlich kann man die Tour fahren ohne Dopingmittel. Nur man muss sich daran gewöhnen, dass man eben nicht so schnell fährt. Ich denke, grundsätzlich muss ja auch... Wir wären ungefähr, was würden Sie sagen, wir wären eine Woche länger unterwegs? Ach oder? Nein, das macht ja nicht so viel aus. Ich meine, das meint man immer. Was sind denn... Epo sagt man 15%? Ja, das gibt man. Eine Studie hat es gegeben, die ist gemacht worden mit Studenten. Die hat man auf dem Laufband gesetzt, bevor sie mit Epo behandelt worden sind. Da haben sie dann 5 Minuten laufen können mit Maximalbelastung, haben den Lauf abbrechen müssen und dann unter Epo nach einigen Wochen konnten sie dann 15% länger laufen. Das sind natürlich Daten, würde ich sagen, die zeigen einen riesigen Differenz. Das ist aber in der Regel nicht so der Fall. Wenn natürlich Spitzensportler, die gut austrainiert sind, nur 1-2% von EPO profitieren, dann ist das schon ein Riesenunterschied. Dann kommt man zum Beispiel viel besser so eine Bergetappe hoch, man hat eine bessere Regenerationsphase. Und ich denke ganz einfach, es kann ohne EPO gefahren werden. Man muss sich daran gewöhnen, dass dann eben nicht mehr diese Spitzenleistung im Einzelzeitfahren vielleicht erreicht werden. Und vielleicht muss man auch umdenken im deutschen Sport, Herr Vesper. Ich denke da immer an diese Kriterien, die ja festgelegt werden. Es gibt ja für Olympische Spiele Kriterien, die man erreichen muss. Dann werden noch mal oben drauf gesetzt Kriterien, damit nur die Leute weiterkommen, die Endkampfchance haben. Mhm. Ich finde, für einen jungen Sportler ist es doch toll, wenn er die Qualifikation für Olympische Spiele schafft, kann teilnehmen. Der muss doch nicht dann noch Leistung bringen, um wenigstens unter die letzten 8 zu kommen. Weil es natürlich eine klar auf der Hand liegende Frage ist, ja, wie groß ist einerseits der Druck, der da auch von den Funktionären, auch von der Politik ausgeübt wird. Macht da bitte einen ordentlichen Platz im Medaillenspiegel, dann sieht unsere Hilfe und Unterstützung so und so aus. Und jetzt stellt man sich hin und sagt, meine Güte, wir wollen den dopfreien Sport und geben ansonsten, ziehen alle Mittel wieder zurück. Ich glaube, es war auch die Kanzlerin, die heute gesagt hat, wir würden alles Geld wieder zurückziehen, wenn es einen Nachweis von Doping in einzelnen Sportarten gäbe. Also das sagt sich natürlich sehr leicht, Herr Schänzer, aber Sie wissen genau, dass der Druck ein anderer ist, dass erwartet wird, dass die deutschen Sportler, die Mitglieder dieser Olympiamannschaft werden, dass die alle eine Chance haben, auch in die Endkämpfe zu kommen. Mhm. Jetzt sind wir ja gerade ein Jahr alt geworden, der DOSB, und in den Artikeln darüber, zum Beispiel auch in kritischen Artikeln, ist uns teilweise vorgeworfen worden, was ich glaube, was falsch ist, aber es ist uns vorgeworfen worden, auch in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, dass wir zu wenig für den Leistungs- und Spitzensport gemacht hätten. Und insofern ist das schon richtig, da ist ein Druck da, aber dieser Druck wird auch von uns allen, die wir hier sitzen, und von der Öffentlichkeit, den Medien und auch dem Sport, der Politik und allen anderen erzeugt. Wir haben in Athen 49 Medaillen gewonnen und man zählt hinterher ab, wie viele Medaillen sind es in Peking gewesen und macht daran fest, ob der deutsche Sport erfolgreich war oder nicht. Sie sagen, die Politik macht das und die Medien machen das? Nein, das machen wir alle. Ich will uns da nicht ausnehmen. Gut, aber dann fragen wir doch mal, wo liegt sozusagen die selbstkritische, die selbstkritische Reminiszenz da des DOSB? Heute stellt sich Herr Bach hin und sagt, Herr Aldag ist eigentlich nicht konsequent genug. Er sollte als sportlicher Direktor jetzt, er sollte irgendwie seine Funktion dahergeben und sollte genau die Konsequenz ziehen, lieber zurückzutreten wie Herr Bölz. Ja, es ist ja auch die Frage, das muss man Herrn Aldag auch fragen. Es geht hier ja nicht um Verdammung und Verurteilung, sondern es geht aber doch darum, ob man in der ersten Reihe stehen muss, wenn man ein solches Bekenntnis abliefert. Ich meine, es ist klar, wir wollen, dass möglichst viele sich melden, dass möglichst viele Geständnisse ablegen, dass diese Mauer des Schweigens auch wirklich eingerissen wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite, es kann doch nicht sein, dass jetzt sofort dann nach einer Generalamnestie gerufen wird, nach dem Motto, alles verjährt oder alles nicht so schlimm und deswegen machen wir jetzt mal eine Generalamnestie. Das wäre ein Freibrief und einen solchen Freibrief können wir uns im Kampf gegen Doping einfach nicht leisten. Das muss auch niemand.
Und glauben Sie mir, den will niemand. Den will niemand, der jetzt irgendeine Position hat, um den Sport voranzubringen, zu sagen, wir machen Freibrief. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wir fangen wieder alle an und in 3 Jahren machen wir wieder einen Freibrief. Ja, so ist das. Das heißt, wir wollen uns kritisch hinterfragen lassen. Wir wollen sagen, Herr Vesper hat leider meine Frage nicht beantwortet. Ich wollte wissen, gibt es irgendwas Selbstkritisches, was Sie aus Sicht der Spitzenfunktionäre formulieren? Was könntet ihr tun, damit es genau solche Situationen weniger gibt? Ja, ich meine, auch wir müssen, Sie meinen jetzt, was den Druck angeht auf die Sportler. Ja, auch wir müssen dafür sorgen, dass der Kampf gegen Doping mit all dem, den vielen Blumen eines Straußes von Maßnahmen glaubwürdig getragen wird. Und das ist unsere Aufgabe auch als Sport. Und wir sind seit einem Jahr existent als DOSB und vom ersten Tag unserer Gründung an haben wir den Kampf gegen Doping aufgenommen. Mit unserem 10-Punkte-Programm, mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen. Zum Beispiel fordern wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften in den Ländern. Sie werden einfach nicht eingerichtet. Wir fordern, dass die Athleten auch am Portemonnaie gepackt werden, dass in die Sponsorenverträge Athletenvereinbarungen reinkommen, die besagen, dass wenn ein Athlet erwischt wird, er Sponsorengelder auch zurückzahlen muss. Wir haben in der Sporthilfe den Eid eingeführt, dass die Athleten auch dort sich zum Anti-Doping bekennen und wenn das dann nicht eintritt, sondern wenn sie erwischt werden, dann auch die Fördergelder an die Sporthilfe zurückzahlen müssen. Und wir haben natürlich in unsere Nominierungsgrundsätze für die Olympiamannschaft in Peking ganz klar eingebaut, jeder, der bei dem nachgewiesen wird, dass er mit Doping zu tun hat, jetzt in dieser Olympiade, der kann nicht mit nach Peking fahren, der kann nicht Mitglied der Olympiamannschaft sein. Wir wollen ehrliche Medaillen und wir wollen ehrliche Erfolge, wir wollen keine erschwindelten Erfolge durch Doping. Werden wir auch gleich noch reden. Und Sie haben, Herr Vesper, einen Anti-Doping-Vertrauensmann eingerichtet, nämlich Herrn Busemann. Und eine ganz banale Frage, hat sich schon mal jemand bei Ihnen gemeldet? Hat schon mal ein Sportler angerufen und hat gesagt, ey Frank, mir ist da was ganz Blödes passiert? Nein, also bisher noch nicht. Wir wussten auch zu Beginn unserer Arbeit auch nicht, ob es in diese Richtung gehen wird. Wir saßen da, haben überlegt, weil aus Reihen des DOSB die Idee kam oder die Erkenntnis, dass Doping in geschlossenen Netzwerken stattfindet, dass es vielleicht Athleten gibt, die nicht ausbrechen können, weil sie keine externen Ansprechpartner haben. Und deswegen wollten wir diese Möglichkeit geben, dass diese Anlaufstelle da ist. Bisher ist noch nichts passiert. Ich hoffe, dass mit dem heutigen Tage vielleicht der ein oder andere noch den Mumm in den Knochen hat, zu sagen, ich versuche mal einen anderen Weg zu gehen, wie wir dann verfahren. Das ist natürlich dann ein Konstruktionsproblem. Also wir wissen ja nicht, wie, mit welcher Geschichte kommt er auf uns zu. Und ich glaube, grundlegend ist das Problem, dass wir da viel, viel früher ansetzen müssen. Also ein 22-, 25-, 28-jähriger Athlet, der schon lange in diesem Doping-Sumpf, ich bezeichne es wirklich als Sumpf, steckt, der kommt dann nicht auf einmal zu der Einsicht und jetzt will ich aber raus. Also ich glaube, das, was wir heute bei Erik erlebt haben, nur eine Woche, ist da schon sehr außergewöhnlich und schwer zu glauben, muss ich ganz kritischerweise anmelden. Aber Berg, wir fragen uns nach der... Es geht auch um Prävention. Wir müssen die Prävention verstärken. Klar. Da will ich Ihnen einen Vorschlag machen. Machen Sie einen Kontakt mit Herrn Busemann, mit der NADA und stellen Sie sich zur Verfügung für den Kampf gegen Doping in der Prävention, in der Vorbeugung, mit jungen Sportlern, in den Eliteschulen des Sports, die wir in der ganzen Bundesrepublik haben. Gehen Sie dorthin und berichten dort und kämpfen mit uns gemeinsam gegen Doping. Sehr gerne. Würde ich sehr gerne annehmen. Appell des Funktionärs an den Sportler. Ich wollte Frau Bannenberg fragen, weil wir uns noch mal so ein paar Struktur- und Systemfragen stellen wollen. Wie man eigentlich verhindern kann, dass es in dieser Reihe zwischen Sponsoren und natürlich auch den Teams, den Teamdirektoren, den entsprechenden Trainern, die dahinter stehen, den Ärzten, natürlich auch immer wieder jetzt in all diesen Diskussionen die Schuldzuweisungen gibt. Es ist klar, irgendwie, da wird der schwarze Peter gerade weitergereicht. Wie kommt man in diese Struktur rein? Also Herr Vesper hat ja einige Beispiele schon genannt, wie man hiergegen vorgehen kann. Mich erinnert das allerdings, muss ich leider so sagen, an vielleicht Korruptionsbekämpfung in Anführungsstrichen vor 10 Jahren in den Unternehmen und Verwaltungen. Das heißt, man macht ein paar plakative, nicht funktionierende Dinge und hinterfragt gar nicht genau, warum sie nicht funktionieren.
die Idee eines Vertrauensmannes, eines Ombudsmannes als Hinweisgeber, Adressat sozusagen, ist eine gute Idee. Aber nur, wenn man sie mit entsprechenden Vorkehrungen versieht. Wenn etwa Herr Busemann ein Rechtsanwalt wäre und Vertraulichkeit zusichern könnte. Und wenn man demjenigen, der als Informant sich an ihn wenden soll, auch signalisieren würde, was eigentlich passieren soll. Also was erwartet man denn eigentlich? Es überrascht mich überhaupt nicht, dass sich kein Mensch meldet. Und bei Ihnen wird sich auch kein Mensch mehr melden. Das hat nichts mit Ihnen zu tun, sondern mit der... Aber grundsätzlich müssen diese Angebote ja erstmal gestellt werden. Ja, aber es wird und so nicht funktionieren können, weil was soll denjenigen erwarten, der sich jetzt outet? Also entweder er tut es offen, wie jetzt Herr Aldag vielleicht, aber er wird über diese Funktion nicht wirklich Hinweise geben. Das wissen wir aus der Korruption. Wenn Sie einen Korruptionsbeauftragten in eine Verwaltung setzen oder im Unternehmen benennen, ja, und der noch dazu in der Hierarchie abhängig ist, dann meldet sich kein Mensch. Das ist vollkommen normal. Sie sagen, und da gibt es Parallelen. Also ja. Sie sagen ja durchaus richtig, Schwerpunktstaatsanwaltschaften, tolle Idee. Aber mit der vorhandenen Gesetzeslage in dem strafrechtlichen Tatbestand wird das niemals funktionieren. Warum hat sich also letztes Jahr gerade auch der DOSB gegen eine Strafrechtsverschärfung in Richtung Wettbewerbsbetrug und Ähnlichem ausgesprochen? Nun, ich denke, man sollte die Protokolle... Wir sind ja für gesetzliche Verschärfung. Ja, also das finde ich gut, wenn Sie dafür sind und wenn Sie es wirklich durchziehen. Allerdings darf man nicht verharren mit einer bloßen Alibi-Verschärfung des Arzneimittelgesetzes. Das ist an sich der falsche Ansatzpunkt. Man braucht im Grunde diese Art Wettbewerbsbetrug, wie immer man es nun nennt. Also die Kernproblematik ist doch, dass Doping verändert die Wettbewerbsstruktur und bringt die Ehrlichen zum Ausstieg. Und das ist der Kern dieses Vorwurfs. Und der muss unter Strafe stehen und muss auch den Athleten einbeziehen. Und dann kann man mit harschen Reaktionen das Ganze ausweiten. Professor Franke macht ja auch immer darauf aufmerksam zu sagen, erstaunlicherweise sind alle DDR-Dopingärzte eben für Beihilfe zur Körperverletzung richtig verurteilt worden, strafrechtlich verurteilt worden. Wie bigott ist es eigentlich, das, wenn es denn bundesrepublikanisch oder nun bundesdeutsch bekannt wird, nicht zu tun? Sagen Sie, da hat er recht, das stimmt, das ist nicht sauber. Ja, es sicher. Aber es ist noch eine größere, also eine komplexere Problematik. Wenn man hier von Strafrecht etwa redet, dann muss man das im Grunde auch etwas erläutern. Man soll sich ja nur nicht vorstellen, dass die Athleten dann reihenweise verurteilt und etwa noch in den Strafvollzug eingewiesen werden. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, durch Strafrecht auch Aufklärung auf der Parallelebene zu den Kontrollsystemen letztlich zu erhöhen und durch diese Aufklärung letztlich auch genau diese Systeme aufzudecken, die hinter Ihnen stehen, als Sportlern. Aber Frau Bander, das schafft man nur mit bestimmten Strafprozessen. Wir müssen jetzt auch nochmal deutlich machen, wir befinden uns hier nicht im rechtsfreien Raum. Das, was zum Beispiel die Freiburger Ärzte gemacht haben, was sie hier zugegeben haben, ist schon nach heutigem Recht strafbar, nach Arzneimittelgesetz. Es ist strafbar. Aber Ihr Verband, ich zitiere nochmal, hat sich dagegen ausgesprochen, und darum geht es ja jetzt, dass Doping ein Straftatbestand ist, wie andere Betrügereien auch. Nein, wir haben uns geeinigt mit der Politik, mit der Koalition in Berlin, dass wir gesagt haben, der Besitz geringer Mengen an Dopingmitteln indiziert, wie man so schön juristisch sagt, den Handel und das Vertreiben von Dopingmitteln, und deswegen soll das unter Strafe gestellt werden. Man kann den Besitz kleiner Mengen zum Eigenverbrauch nicht unter Strafe stellen. Übrigens ist Professor Schenzer ist derjenige, der das alles jetzt definiert hat im Auftrag des Bundestages oder der Bundesregierung. Also festgelegt hat, was ist eine geringe Menge. Wo da ein Strafrahmen läge und wo er nichts dagegen hat. Das ist doch jetzt Augenwischerei, zu glauben, dass daraus das Heil käme, dass man jetzt auch geringe Mengen... Man könnte anders ermitteln. Und das, der entscheidende Punkt, lassen Sie mich das nochmal sagen. Ja. Das ganze System funktioniert nur dann, wenn es ein Netzwerk gibt, wenn es Hintermänner gibt. Und diese Hintermänner, die kann man nur mit den Mitteln der staatlichen Strafverfolgung packen. Und da sind wir dafür, und das steht in diesem Gesetzentwurf drin, eine Mindeststrafe von einem Jahr einzuführen, wodurch es zu einem Verbrechen wird, wodurch Telefonüberwachung, Videoüberwachung, der ganze Instrumentenkasten staatlicher Ermittlungsarbeit möglich wird. Und da erhoffe ich mir, und das sagen alle Fachleute, einen riesengroßen Fortschritt in der Bekämpfung des Dopings. Okay. Und darum muss dieses Gesetz jetzt auch sehr schnell verabschiedet werden. Sagen wir das nochmal, Herr Groschwitz. Ja. Fragen wir nach dem Zustand, den wir jetzt haben, weil wir uns ja lange Zeit eingeredet haben, dass diese verschärften Dopingkontrollen, die es gibt, dass dieses breite System von Proben, die entweder 16 oder 50.000 pro Jahr ausmachen im einzelnen Institut, aber ja in die Millionen gehen, dass das hier und da wenigstens erhellende Momente hätte. Was hat das bisher tatsächlich gebracht? Offensichtlich haben all diese Nachforschungen und diese Kontrollen bisher ja nie zur echten Aufklärung geführt.
Vereinzelt ja, aber das ist noch lange nicht ausreichend gewesen. Ich war ziemlich erschüttert. Was heißt erschüttert? Nee, das ist das falsche Wort. Aber ein wenig bestürzt über das, was Bob Stapleton und auch Eric Zabel heute gesagt haben, die ja ganz klar darauf hingewiesen haben, im Prinzip bestätigt haben, es gibt nach wie vor große, große Lücken im Kontrollsystem. Und ich sage auch einmal, das ist ja, wir reden jetzt hier über hehre Ziele in der deutschen Politik und im deutschen Sport. Das ist ein internationales Problem. Mhm. Wir können uns noch so anstellen, wie wir wollen. Wenn wir das international nicht in den Griff bekommen, stehen wir alleine da. Und dann führt es auch zu dem, was vorhergesagt wird, dass im Medaillenspiegel wir irgendwann unten stehen, ganz weit unten. Dann darf sich aber unsere Gesellschaft auch nicht darüber beschweren. Mhm. Weder wir Journalisten noch insgesamt die Sportfans. Dann muss man das einfach so hinnehmen. Solange es, um auf den Radsport zu kommen, solange es in den einzelnen Ländern unterschiedliche Kontrollvorgehen gibt, bei den Verbänden, bei den einzelnen Rennstellen, werden wir nicht weiterkommen. Mhm. Und ich glaube, das ist der große Ansatz. Allein wir in Deutschland werden es niemals schaffen. Niemals. Fragen wir gleich auch Herrn Alltag nochmal. Nachfrage. Nachfrage. Worin bestanden da die Tricks, diese Kontrollen auch zu unterlaufen? Also es können andere hier am Tisch sicherlich besser beurteilen, wo die Tricks drin bestanden haben. Also es gibt, was weiß ich, es gibt die berühmten Reiskörner, die in die Harnröhre eingeführt werden, um den Urin zu verwässern. Den oder Urin in den Urin zu tragen. Ja, es gibt andere Mittel, die in die Harnröhre eingeführt werden. Es gibt Fremdurin, der eingesetzt wird. Es gibt alle möglichen Methoden und es gibt sicherlich viele, ja, die wagen wir gar nicht, uns überhaupt auszudenken. Das ist, glaube ich, das Problem. Also, dass in Bereichen gedopt wird, da stellt sich der Ehrliche noch gar nicht vor, dass es sowas überhaupt gibt oder dass es das geht. Und wenn ich Ihre Arbeit dann zu Rate ziehe, Sie untersuchen das, was Sie kennen. Und wie sollen Sie irgendwelches Gen-Doping analysieren, wenn Sie so weit noch gar nicht sind? Das wird sich in ein paar Jahren ändern. Und teilweise sind blöde Zufälle wie die Steueruntersuchungen in Amerika, die dann den Balco-Skandal auslösen. Da wird auf einmal dann zutage gebracht, dass viele Athleten auf einmal da ein bisschen Dreck am Stecken haben. Und das ist, glaube ich, das grundlegende Problem des Dopings, dass mit Sachen hantiert und probiert wird, die wir gar nicht kennen. Herr Schenzer, also ist es das Problem, dass eigentlich Ihre Wissenschaft immer einen Schritt hinterherläuft? Also ich denke mal, erstmal sollte man schon sagen, also so ganz ohne Erfolg ist natürlich die Kontrolle auch nicht. Wir machen weltweit mittlerweile 190.000 Kontrollen. Die Kontrollaktivitäten, die jetzt von der Welt-Anti-Doping-Agentur geleitet werden, die werden auch mittlerweile besser. Ich habe jetzt beobachtet, zum Beispiel in den letzten Jahren, es werden Kontrollen außerhalb des Wettkampfes, zum Beispiel in Ländern wie Nigeria gemacht. Mhm. Sie Proben bei uns hatte, habe ich gedacht, das darf ja nicht wahr sein. Nigeria, so ein sozialistisches System, ne? Wir kommen da hin und prompt waren auch von den 20 Proben waren auch 6 positiv. Oder plötzlich werden Kontrollen in Iran gemacht, das muss ich mir mal vorstellen. Mhm. Unangekündigte Kontrollen, das hat funktioniert. 9 Sie positive haben, von 11 positiven. Deshalb, Sie haben vorhin, das war so interessant, Sie haben vorhin diese 40 positiven Proben der letzten Tour erwähnt. Ja. Und davon ist aber eigentlich eine nur wirklich zur Kenntnis genommen und dann schlussendlich auch irgendwie geahndet worden, weil alle anderen sogenannte Sondergenehmigungen für die einzelnen Sportler hatten. Richtig? Also das war eine Nachuntersuchung, die von dem französischen Labor gemacht worden ist, vor einem Jahr und ich glaube vor 2 Jahren, von Proben, die sie tief gelagert hatten. Um mal zu sehen nochmal, wie war denn damals bei der Tour de France 98 und 99 der EPO-Missbrauch gewesen. Mhm. Und dabei ist ja unter anderem diese Datenzahl hergekommen. Die konnte man alle nachträglich natürlich nicht ist mehr Ist das auch ein Problem, dass es unendlich viele Sonder- und Ausnahmefälle für die Sportler gibt und die sind dann Asthmatiker, wie im Falle dieser britischen... Nein, in diesem Falle war es ja ganz einfach, dass man diese Substanzen zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht nachweisen konnte. Deshalb hat ja die Welt-Anti-Doping-Agentur und auch wir jetzt überlegt, das machen wir im Augenblick. Wir frieren zum Beispiel Blutproben tief, um im nächsten Jahr auf Wachstumshormonen diese Proben testen zu können, weil im Augenblick der Wachstumstest noch nicht ausreichend zur Verfügung steht. Deshalb muss ich ganz klar sagen, und das habe ich heute auch aus diesen Äußerungen gemeint, die Athleten müssen eigentlich durch die Kontrollen, die wir machen, abgeschreckt werden. Die dürfen nicht wissen, was können wir kontrollieren. Wir müssen da vorankommen, das ist ganz klar. Die WADA setzt Forschungsgelder seit 2004 immens frei. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, muss man nochmal dazu sagen. Das hat das IOC vorher nicht gemacht. Wir haben zum Beispiel in Köln ein eigenes Zentrum jetzt für präventive Dopingforschung, das schon, wir sagen dazu, Techniken entwickelt hat für Substanzen, die im Raum noch nicht auf dem Markt sind. Diese Lücken, die müssen geschlossen werden. Das ist natürlich ein laufender Prozess, aber wir sind dabei, das zu verbessern. Wir werden Blutkontrollen jetzt einführen, systematisch, um hier über entsprechende Profile entsprechende Manipulationen früher zu vermeiden. Der Kampf, das ist ganz klar, ist natürlich immer dadurch geprägt,
dass die Athleten genau diese Lücken ausnutzen, die wir nicht entsprechend kontrollieren können. Und gerade, woher wissen Sie das? Sie wissen das im Grunde von den Leuten, die letzten Endes Sie damit verzogen. Sie wissen es aber vielleicht auch von den Verbänden, weil die Verbände legen fest, wann kontrolliert wird, die Verbände legen fest, wer kontrolliert, die Verbände legen fest, welche Institute kontrollieren. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass alles, was hier gemacht wird, in die Hand einer unabhängigen Organisation gehört. Das wäre in diesem Fall die Nationale Anti-Doping-Agentur, die zurzeit ja absolut unterfinanziert ist. Und diese Einrichtung muss festlegen, welchen Verbänden kontrolliert wird, zu welchen Zeiten kontrolliert wird. Und dann kann man auch mal unangekündigt im normalen Feld, im Jugendbereich kontrollieren, ganz überraschend, was ja im Augenblick kaum möglich ist, weil sich das keiner traut. Es sind nicht die Verbände, die das festlegen, es ist die NADA, die Trainingskontrollen macht. Ja, aber das sollte auch auf die Wettkampfkontrollen ausgedehnt werden. Aber es gibt noch eine Bemerkung. Ich will das nur ergänzen, sicherlich. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen, dass sich da vieles verbessert hat. Aber ich sage mal ganz ehrlich und stelle wirklich die Frage, sollen wir am Fernsehschirm Beifall klatschen, wenn bei der diesjährigen Tour de France ein Team aus Kasachstan die ersten 7 Plätze in der Gesamtwertung belegt? Sollen wir nur sagen, tolle, wahnsinnige sportliche Leistung, oder müssen wir das nicht hinterfragen? Umso mehr, als wir davon ausgehen können, müssen, dass das Kontrollsystem dort ein anderes ist. Ich sage auch, ich werde meine Kollegen nicht beneiden, die bei den Olympischen Spielen in Peking im nächsten Jahr das Finale im 100-Meter-Lauf kommentieren müssen. Wie sollen sie die Leistung der dort Startenden, ich gehe mal davon aus, es wird kein Deutscher dabei sein im Finale, wie sollen die Leistung der dort Startenden objektiv sachlich bewerten? Nur nachdem wer als Erster durchgelaufen ist, oder soll man jeden Einzelnen hinterfragen? Wollen wir Herrn Alltag mal fragen? Also klar, ich meine, wir sind jetzt beim Thema Radsport und ich sehe es natürlich ähnlich auch. Und ich habe ja auch für die Medien gearbeitet. Ich habe ja fürs ZDF auch 2 Jahre kommentiert als Experte und es ist problematisch. Es grenzt natürlich immer. Tut man jemandem Unrecht? Oder wie ist die Abwägung einfach zu sagen, was macht man, was tut man? Und da beneide ich in aller Übrigen auch niemanden drum zu sagen. Und Herr Schenzer, fragen wir Sie nochmal, mit welchem Blick schauen Sie eigentlich dann den 100-Meter-Lauf in Peking? Schauen wir vielleicht an, also ob ich in diesem Jahr die Tour de France anschaue, das weiß ich nicht. Also ich bin im Augenblick sicherlich so enttäuscht. Das muss ich erstmal verdauen, glaube ich. Ich denke, eines ist sicherlich im Augenblick, worüber wir nachdenken, ich auch immer vorschlage, dass alle Athleten weltweit in diesem Kontrollsystem zwar erfasst werden, die haben schon etwas gebracht, das muss man ganz klar sagen. Wir sehen das in den Kraftsportbereichen mit den sogenannten Steroidhormonen. Im Ostblock versucht man sich an die Wettkämpfe heranzudopen, weil diese Systeme nicht vernünftig funktionieren. Deshalb waren bei den Olympischen Spielen auch 23 positive, in Athen 17 davon mit den Steroidhormonen. Mein Vorschlag war ja immer, dass man vor den großen Wettkämpfen letzten Endes Qualifikationswettkämpfe machen müsste, wo alle teilnehmen, wo dann wirklich systematisch kontrolliert werden und dann nicht unangekündigt, wo man die erst suchen muss, die Athleten an Wettkampfkontrolle, die hier dann und dann nur diese Athleten dann zulässt. Im Augenblick ist es ja so, dass deutsche Athleten vorweisen müssen, dass sie kontrolliert worden sind. Ich denke, wir müssen das System verbessern. Ganz klar, Herr Aldag hat auch gesagt, wenn die Athleten nicht wissen, letzten Endes, dass sie wirklich kontrolliert werden, dann ist das schon eine hohe Abschreckung. So habe ich das verstanden. Sie haben gesagt, wir sind absolut, absolut sicher. Also die Frequenz der Kontrollen, die Qualität der Kontrollen, die sind natürlich entscheidend. Denn wenn ich nicht weiß, morgen früh, ich mache heute was Verbotenes, morgen früh kann ich kontrolliert werden, die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 2000. Aber wir haben durchaus Athleten, die sind noch nie selten oder noch nie kontrolliert worden. Oder alle 3 Jahre. Es gibt oder ausländische deswegen. Athleten, wenn man denen das Wort NADA nennt, dann sagen die, was ist, kann man das essen? Es hat einen Schokoladenriegel. Und das ist natürlich eine Situation, wo der Athlet auch relativ sicher sein kann zu sein. Das haben Sie heute in dieser Pressekonferenz auch gesagt, dass Sie sich eigentlich so immer in dieser Scheinsicherheit wählten. Ich wollte den Gedanken von Herrn... Aber damals gab es die NADA auch noch nicht. Also damals gab es keine NADA. Man muss natürlich unterstützen, man muss fordern. Und das ist klar. Man kann natürlich auch als Mannschaft, als Sponsor und auch aus der Politik natürlich nicht sagen, wir wollen sauberen Sport, wir haben sowas wie die NADA, aber... Lass die mal dahin dümpeln. Also das ist ganz klar. Man kann darüber nachdenken, Teile des Budgets. Sie muss mehr Geld bekommen. Ich wollte trotzdem den Gedanken von Herrn Groschwitz nochmal aufnehmen und Sie fragen, das war interessant, Ihnen da auch in dieser Hinsicht heute zuzuhören, wie sehr Sie sich dann eigentlich in den Nachteil gesetzt sehen, wenn andere Länder da nicht mitziehen. Sie haben ganz ausgesprochen gesagt, dass Sie jetzt nicht als die neuen Saubermänner dastehen wollen, dass Sie, sagen Sie auch gerade, nicht dafür die Hand ins Feuer legen können, dass das jetzt alles saubere Radfahrer sind, auch die da 2007
unterwegs sind. Und sie haben darauf bestanden, Chancengleichheit zu haben. Also ihnen war, ich will das jetzt nicht überinterpretieren, offensichtlich weniger wichtig, dass sie jetzt das absolute Sauber-Image haben, sondern ihnen war wichtig, dass es eine Chancengleichheit gibt und dass jetzt nicht nur die deutschen Radsportfahrer diese Tortur über sich ergehen lassen, sondern wenn es dann für alle internationalen Radsportvereine identische Bedingungen gibt. Das heißt, sollte das nicht so sein, können Sie aber auch nicht dafür garantieren, dass irgendwas anders wird. Ich kann natürlich für uns garantieren, welchen Weg wir gehen, das ist ganz klar. Aber was natürlich sicherlich nicht sinnvoll ist, sympathische Verlierer zu produzieren, reihenweise. Da ist natürlich nichts dran zu gewinnen, sondern man muss die Situation ändern und natürlich eine Regularien schaffen. Und ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man sagt, man kontrolliert auch mal, wie auch immer, und in irgendeiner anderen Nation und sagt, da gehen wir regelmäßig hin und schauen. Sie haben ja immer wieder betont, was das für eine private Geschichte ist und dass man sich nur privat mit seinem Pfleger getroffen hat oder eben mit dem einen oder anderen Arzt getroffen hat. In der Konsequenz heißt es, wenn es sich nicht überall ändert, wissen wir eigentlich auch nicht, ob es sich bei uns ändert. Das ist doch ein Prozess, Frau Illner, das ist doch ein Prozess. Ich verstehe auch, dass es sowas geht nicht von heute auf morgen. Ja. Also wir haben jetzt die NADA einige Jahre hier in Deutschland, die Nationale Anti-Doping-Agentur. Wir haben die WADA, die eine Einrichtung von Sport und Staaten ist. Die ihr Kontrollsystem dauernd ausbaut. Herr Schenz hat ja gerade ein paar Beispiele genannt. Ja, aber offensichtlich braucht es ja eben diese Formen von Outings, die wir bisher nicht gehabt haben. Ja? Also es braucht ja das Bekenntnis des, wenn Sie so wollen, Täters, damit wir uns überhaupt mit diesen Systemfragen mal befassen können. Naja, es sind ja schon auch einige schon erwischt worden. Und es sind, also die Kontrollen, das hat Herr Schenz ja gesagt, sind ja so unerfolgreich nur auch nicht. Nur es muss mehr Kontrollen geben, sie müssen besser werden, sie müssen mehr Werte. Es darf nicht das Hase- und Igel-Spiel passieren, sozusagen, dass der Igel immer sagt, ich bin schon da, wenn die neue Doping-Methode, Methode, um das zu erkennen, kommt, dann ist schon wieder eine neue Substanz entwickelt worden. Das muss man in den Griff bekommen. Die Kontrollen sind wichtig. Also das haben wir jetzt ja, wir müssen die NADA besser ausstatten finanziell. Ja, das ist der Punkt. Aber die eigentlichen Abschreckungseffekte, die gingen doch jetzt möglicherweise auch gerade von diesen umfassenden Durchsuchungsmaßnahmen aus. Also wenn auch plötzlich die Ehefrauen und sonstige der Sportler mit Kofferräumen voller Medikamente und Utensilien ertappt werden. Und das ist doch etwas, was notwendig ist, also um zusätzlich hier Druck aufzubauen. Das ist ja der Ansatz der neuen Gesetzgebung. Genau das ist es doch.